Hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Den NIO ET5 Touring, den gibt es schon ein paar Tage länger. Den habt ihr auch bestimmt schon mal irgendwo auf YouTube gesehen oder in einem Bericht darüber gelesen. Aber was uns jetzt wirklich mal interessiert hat, wie viel verbraucht dieses Fahrzeug wirklich im Alltag, wenn man ganz normal unterwegs ist, und wie viel verbraucht er auf der Autobahn, wenn man so zwischen 100 und 130 fährt. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Wie ihr sehen könnt, ist der NIO ET5 Touring ein eleganter und vielseitiger Elektrokombi und der hat mich im Alltagstest auf ganzer Linie beeindruckt. Insbesondere überrascht hat mich die Effizienz dieses Fahrzeugs, die es mir ermöglichte, die WLTP-Verbrauchswerte im Alltag deutlich zu unterbieten und auf der anderen Seite auch Reichweiten von bis zu 400 km bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit zwischen 100 und 130 km/h auf der Autobahn zu erzielen. Mit einer Länge von 4,79 Meter, einer Breite von 2,04 Meter übrigens mit eingeklappten Spiegeln und einer Höhe von 1,49 Meter präsentiert sich der NIO ET5 Touring als stattlicher Vertreter seiner Klasse. Der Radstand von 2,88 Meter sowie die Bodenfreiheit von 135 mm tragen zu einem komfortablen und stabilen Fahrverhalten bei. Mit einem Leergewicht von 2210 kg bei der Long-Range-Batterie bringt der ET5 Touring einiges auf die Waage, doch das spiegelt sich keineswegs negativ in seiner Agilität wider. Genauso sieht's aus. Und beim Kombi ist mir persönlich natürlich ganz besonders wichtig, Mensch, wie sieht's denn im Kofferraum aus? Wie viel darf ich auf das Dach laden? Gibt es eine Anhängerkupplung? Wie viel darf er ziehen und wie hoch ist die Stützlast? Und genau das alles erfahrt ihr jetzt. Das Ladevolumen beträgt 450 Liter und lässt sich durch das Umklappen der Rücksitze auf beachtliche 1300 Liter erweitern. Ein Frunk gibt es nicht, dafür gibt es optional eine Anhängerkupplung, die maximale Anhängerlast beträgt 1400 kg, die maximale Stützlast 100 kg und die Dachlast 75 kg, sprich hier gibt es nichts zu meckern. Ein kleiner Kritikpunkt sei dennoch erlaubt, ihr seht es glaube ich ganz gut, wir haben keine ganz ebene Ladefläche, das heißt hier hinten steigt es etwas an und ich kann die Gurte nicht irgendwo sichern, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass ich es beim Zurückklappen hier einklemme und könnte dann den Gurt gegebenenfalls beschädigen oder die Rücksitzlehnen nicht vernünftig verriegeln. Wir haben übrigens Isofix-Halterungen hinten links und hinten rechts. Was ich hingegen großartig finde, sind die Beleuchtung im Kofferraum. Der Kofferraum hat an beiden Seiten so Leuchteinheiten LED und ist richtig hell. Und dazu haben wir noch Verzurösen sowie eine 12-Volt-Steckdose, die mit maximal 180 Watt belastet werden darf. Was sie wirklich großartig gelöst haben beim NIO, tja, das ist die Anhängerkupplung. Ich meine damit gar nicht, dass sie vollautomatisch raus und wieder reinfährt und man sich die Finger nicht schmutzig machen muss. Ich finde die Positionierung des Kabelanschlusses, denn natürlich braucht der Anhänger Strom, ja, für Blinker oder auch das Bremslicht oder auch für das Licht. Aber auch der Fahrradträger braucht natürlich Strom für Ähnliches, ne? Also Blinker, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer und so weiter und so fort. Und da muss man ja immer das Kabel anschließen. Das kann manchmal echt eine friemelige Aufgabe sein. Tja, und hier ist der Ladeanschluss bzw. der Kabelanschluss ganz einfach in die Anhängerkupplung integriert. Die integrierte Dachreling erweitert die Transportmöglichkeiten weiter und macht den ET5 Touring zu einem echten Raumwunder für lange Reisen oder den Familienalltag. Besonders das riesige Panoramadach mit intelligenter Glasabdunklung sorgt für ein lichtdurchflutetes Interieur und ein luftiges Raumgefühl. Ich liebe ja bei Elektrofahrzeugen tatsächlich immer diesen durchgehenden Ladeboden, ne? Also hier unten in der zweiten Reihe. Da, ja, was soll ich sagen, da stört nichts, ne? Beim Aussteigen links oder rechts. Was mich ein bisschen stört, ich habe hier hinten tatsächlich nur einen USB-C-Anschluss. Vielleicht ein bisschen wenig für die zweite Reihe. Aber ansonsten habe ich hier hinten eine sehr bequeme Sitzposition. Ich bin ja nur 1,75 groß, ja. Auf dem Caravan-Salon war das übrigens von Vorteil. Aber ansonsten, ich habe hier natürlich ausreichend Kopffreiheit. Könnte mir aber vorstellen, dass größer gewachsene hier oben vielleicht dann irgendwann doch dran stoßen werden. Das heißt, das sollte man mal ausprobieren. Ich kann meine Füße jetzt nicht unter den Beifahrersitz machen. Man kann die Fahrersitze und Beifahrersitze elektrisch verstellen hier bei dieser Version. Das heißt, wenn der Beifahrer lieber etwas tiefer sitzt, kann ich meine Füße nicht ganz unterstellen. Und die Beinauflage hier hinten ist mir eventuell auch ein bisschen zu kurz. Aber sind wir mal ehrlich, ich sitze ja meistens vorne. Das heißt, das Problem habe ich nicht. Sollte ich aber hinten sitzen, kann ich mich hier dank der Mittelarmlehne auch bequem reinlümmeln, mich hier erfreuen über das Leselicht, was ich hier habe. Hier ist ein Mikrofon verbaut oder auch ein Lautsprechersystem ist hier natürlich auch verbaut. Und über das Mikrofon hier kann ich auch mit dem Sprachassistenten interagieren. Also, ich kann wirklich attestieren, weil wir haben es ausprobiert, man kann auch mit mehreren Personen hier fahren. Es hat sich keiner beschwert, dass er irgendwie unbequem saß. Hier hinten habe ich jetzt leider keine so Annehmlichkeiten wie vorne, wie die schöne Massage. Aber ja, ja gut, man kann auch nicht alles haben. Etwas ungewöhnlich ist für den Einstieg, auch für die zugereisten oder zugestiegenen, Mensch, wie öffne ich denn die Fenster oder schließe ich die?
Man muss drücken und kann das Fenster öffnen. Und wie ihr seht, man kann es nicht komplett öffnen. Wir haben eine Automatik und dementsprechend auch einen Einklemmschutz. Das heißt, an die Kindersicherheit wurde gedacht. Und ihr seht es schon, es bleibt hier hinten so ein kleiner Keil stehen. Ja, und also es bleibt da so ein bisschen offen. Und wenn man da die Hand drin hat, kann es dann unter Umständen schon mal ein wenig wehtun, wenn man von vorne das Fenster schließt. Und auch hinten haben wir natürlich diese lustigen Taster, um die Türen zu öffnen und zu schließen. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt bei Tageslicht seht, natürlich auch hier hinten diese schöne ambiente Beleuchtung. Und ich finde es wirklich gut, dass hier hinten auch so gut wie kein Klavierlack eingesetzt wurde. Das finde ich vom Interieurkonzept richtig gut. Was mir hinten allerdings auch fehlt, sind tatsächlich die Angstgriffe. Hatten mir viele Beifahrer gesagt, Mensch, so ein Griff wäre echt toll. Ich habe als Fahrer habe ich auch keinen, aber keiner hat hier einen, wie ihr seht. Jetzt hatte ich es gerade schon gesagt, unter der vorderen Haube, da befindet sich kein Trunk. Aber ich öffne die Haube trotzdem einmal und zeige euch mal, was hier sich drunter verbirgt. Und dann reden wir mal ein bisschen über die Leistung. Ja, unter der Haube des ET5 Touring arbeitet ein duales Antriebssystem mit einer Gesamtleistung von 360 kW, sprich 490 PS und einem beeindruckenden Drehmoment von 700 Newtonmeter. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in rasanten 4 Sekunden, was den ET5 Touring in die Liga sportlicher Fahrzeuge katapultiert. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 200 km/h begrenzt, eine sinnvolle Maßnahme, um den Energieverbrauch im Zaum zu halten. Wer die Höchstgeschwindigkeit häufiger ausreizt, muss sich aber von den WLTP-Verbrauchswerten verabschieden. Dann kann man den Akku auch nach knapp 200 km leeren. Und dann könnte man diesen an einer Akkuwechselstation tauschen lassen. Achso, bevor jetzt irgendjemand denkt, das ist kein Produktplacement, die habe ich mir selber als Marketingopfer gekauft und will es mal ausprobieren, ob es auch wirklich funktioniert. Erste Selbsttest sagt, ja, man riecht irgendwas und es schmeckt angeblich nicht ganz so nach Wasser. Man veräppelt sich da so ein bisschen selber. Ich will euch hier aber jetzt gar nicht veräppeln und das ist, wie gesagt, keine Produktplatzierung, sondern selbst gekauft. Man kann mit nur einem Tipp hier drauf, könnte ich mir jetzt eine Neo Power Swap Station in der Nähe anzeigen lassen. Die nächste jetzt von mir ist 40 km entfernt, danach 115 km. Würden wir jetzt hier die in 40 km nehmen, sagt er mir auch direkt die Öffnungszeiten. Denn alle Neo Power Swap Stationen haben momentan Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. Und diese Zeiten haben sich schon verbessert. Da war es wohl schon mal schlechter. Mein Problem war letztens, ich bin gefahren von Hannover aus zurück nach Bielefeld, hätte in Kirchlengern durchaus tauschen können und auch wollen. Problem, ich war nach 22 Uhr unterwegs. Und ja, ich weiß, es gibt auch Tankstellen, die haben nachts nicht geöffnet. Aber es gibt halt auch Tankstellen, die arbeiten dann nur mit der EC-Karte. Und ich weiß noch nicht, warum diese Öffnungszeiten so sind. Ja, ich habe aber eine Anfrage rausgestellt und wenn ich eine Antwort rechtzeitig bekommen habe, erfahrt ihr sie genau jetzt. Und natürlich habe ich eine Antwort für euch. Und zwar sind die Power Swap Stations an das Service Center angebunden. Das heißt, ähnlich wie in einem Parkhaus lässt sich bei Fragen oder Problemen eine Verbindung zum Service Team herstellen, die sich dann zuschalten können und diese Probleme lösen können. Die Öffnungszeiten sind daher von 7 bis 22 Uhr. Dies soll aber auch ganz gut die Randzeiten abdenken. Eine Verlängerung auf dem 24-Stunden-Betrieb könnte man sich bei New allerdings grundsätzlich gut vorstellen, wenn auch der Bedarf da ist. Jetzt muss ich ja sagen, wir haben hier leider schon ein etwas älteres Testfahrzeug. Freut mich, denn ich kann euch sagen, was hat so ein Wagen oder wo kritisiere ich was, was schon 20.000 Kilometer mal auf der Strecke war. Allerdings habe ich hier den Akku, der noch nicht ganz so schnell laden kann. Der neue Neo ET5 Touring, den ihr jetzt quasi bestellen kann, mit der kleinen Batterie kann schon bis zu 140 kW entgegennehmen, solltet ihr nicht mehr rechtzeitig zu einer Power Swap Station kommen. Sprich, mit 140 kW könnt ihr dann laden und man gibt immer so für den Ladevorgang von 10% auf 80% ungefähr eine halbe Stunde an. Mit der großen Batterie, ja, da gibt es jetzt momentan 180 kW. Ich habe allerdings noch die alte Variante und die kann mit maximal 125 kW beladen werden. Das heißt von 10% auf 80% circa 40 Minuten. Dann gibt es noch einen Unterschied. Habt ihr den Wagen gekauft mit der Batterie, könnt ihr die Swap Stations nicht nutzen. Habt ihr die Batterie gemietet, könnt ihr die nutzen und dann kann es aktuell sein, dass ihr vorher eine hattet mit 180 kW, ja, und dann habt ihr gewechselt und dann bekommt ihr eine ältere Batterie und dann kann die nur noch mit maximal 125 kW geladen werden. Das heißt, da gibt es dann die Unterschiede bei den Batterien und das ist auch der Nachteil, wenn man mietet, der Vorteil, wenn man kauft, man weiß, alles klar, ich kann immer dann schnell laden und das ist mein Akku und ich kümmere mich um die Akkupflege. Und ansonsten heißt es halt, don't be gentle to a rental und wahrscheinlich werden die anderen Akkus ein bisschen mehr gequält. Was mich ein bisschen gestört hat, und ich sage es ganz ehrlich, ich kann jetzt hier drücken, wie ich will, diese Ladeklappe geht so nicht auf. Ich muss die über den Touch-Bildschirm öffnen und
Ich weiß nicht, wie oft es mir jetzt mittlerweile passiert ist, dass ich ausgestiegen bin an der Ladesäule und musste wieder einsteigen und dann auf Ladeklappe öffnen drücken. Aber dann sieht es auch ganz cool aus. Ich zeig's euch einfach mal. An AC nimmt der NIO ET5 Touring übrigens 11 kW entgegen. 22 kW wäre mir da auch lieber. Und ihr habt es gesehen, der Ladeanschluss befindet sich auf der Fahrerseite hinten links. Das ist wahrscheinlich für die meisten Anwendungsfälle genau die richtige Positionierung, nämlich eigenes Carport, eigene Garage, vielleicht auch nochmal der Ladeplatz beim Arbeitgeber und auch an den normalen Schnellladesäulen kann man da immer ganz gut hinfahren. Problematisch sieht es dann eher aus mit den parallel zur Fahrbahn stehenden 11 oder 22 kW Ladesäulen, denn dann muss man dann schon mal gegebenenfalls auf die Straße treten, um das Kabel an- bzw. abzustecken. Dass die Ladeklappe nach oben öffnet, finde ich ganz gut, denn so habe ich keine Klappe, wo ich hier gegebenenfalls nochmal gegenstoßen könnte, was mir hier eine Macke reinmacht. Man kennt das zum Beispiel damals vom Ford Mustang Mach-E. Da hat man dann häufig hier so eine Beule oder eine Delle gesehen. Aber ansonsten seht ihr dieses cleane Design mit diesen Türgriffen und diese Türgriffe haben tatsächlich ein klitzekleines Problem. Denn ich habe tatsächlich mal vergessen, das Fahrzeug auszuschalten. Es gibt nämlich keinen Ausschalter, man muss abschließen. Aber ich habe gesehen, alles klar, Türgriffe sind drin, der wird wohl abgeschlossen sein. Problem, der Wagen lief. Der Wagen lief sogar für 4,5 Stunden mit angeschalteter Klimaanlage bei einer Außentemperatur von 31 Grad. Aber mein Fehler, ja, bringt euch jetzt zu einem großen Learning. Ihr wolltet doch bestimmt auch immer schon mal alle wissen, wie viel so ein Elektroauto wohl im Stau verbraucht. Wenn ihr im Stau seid, der Motor läuft dann natürlich nicht. Ihr seid ja nicht, ihr wollt ja nicht fahren, ja. Aber ihr wollt natürlich die Klimaanlage laufen lassen. Ne? Ihr wollt ja einen wohltemperierten Innenraum haben und vielleicht auch ein bisschen Infotainment-System. Und ich kann euch sagen, bei meinem unfreiwilligen Selbsttest lief hier alles. Ja, ich hatte sogar noch Licht an. Ja. Und mein Verbrauch war ungefähr bei 2 Kilowattstunden pro Stunde. Denn nachdem ich wieder angekommen bin und ich hatte den Wagen vorher glücklicherweise auf fast 100% geladen, konnte ich ablesen, ich habe 8% State of Charge verbraucht. Dementsprechend ungefähr 2 Kilowattstunden bei 4 bis 4,5 Stunden mit Klimaanlage auf 20,5 bzw. 20 Grad, also 20 Grad auf Fahrerseite, 20,5 Grad auf der Beifahrerseite. Wir haben ja eine individuelle Klimazone, die man hier einstellen kann. Und es lief, wie gesagt, das Infotainment-System und Licht war auch an, beziehungsweise die Lichtautomatik. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich habe keine Probleme jemals gehabt mit einem Elektroauto im Stau. Möchte diesen Test aber, diesen unfreiwilligen Test gerne noch einmal im Winter wiederholen, denn ich glaube, wenn der Wagen kühlen muss, ist das das eine. Wenn er heizen muss, ist das vielleicht noch mal was anderes. Und im Winter sollen ja angeblich Elektroautos immer 30% mehr verbrauchen, deswegen 30% weniger Reichweite haben. Dementsprechend möchte ich diesen Test gerne noch einmal im Winter wiederholen. Was mich aber total überzeugt hat tatsächlich bei diesem Fahrzeug, wie gut die Klimaanlage es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit diesen Wagen hier runterzukühlen. Ja, also ich bin ja auch eingestiegen, da waren es draußen 32 Grad und nur wenige Sekunden, nachdem wir losgefahren sind, eine sehr angenehme Klimatisierung. Zuträglich dafür ist auch eine Sitzklimatisierung und die kann ich entweder umständlich über das Touchbild hier einstellen oder ich sage einfach Nomi Bescheid. Hi Nomi. Ja, bitte. Aktiviere die Sitzklimatisierung. Na klar. Und dann kann man hier oben einstellen, Fahrer oder Beifahrer, und kann nochmal die Stufen wählen. Und alles, man kann fast alles in diesem Fahrzeug über Nomi steuern. Und das da oben ist Nomi. Nomi kostet 750 Euro Aufpreis. Hat mich zuerst so ein bisschen an so ein Furby erinnert, vielleicht auch an so ein Tamagotchi. Aber es macht diesen Innenraum komplett menschlich. Ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich auf einmal angefangen habe, mit Nomi einfach mal nur so zu quatschen. Und Nomi kann wirklich unfassbare Dinge. Nomi kann zum Beispiel das ambiente Licht ausschalten. Nomi kann das Fenster öffnen. Und zwar könnt ihr sagen, öffne das Fenster zu 20%. Nomi kann natürlich auch die Sitzklimatisierung aktivieren, die Massage aktivieren, die Sitzheizung. Nomi kann Songs abspielen, Radiosender wechseln und, und. Und was kann Nomi, was bei vielen anderen Fahrzeugen nicht geht? Nomi kann tatsächlich auch die Fahrmodi auswählen. Ich habe in dem sonst sehr aufgeräumten Innenraum tatsächlich nur diese drei Tasten hier unten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, links der Fahrmodi-Schalter, in der Mitte der Schalter für die Warnblinkanlage und rechts um das Fahrzeug aufzuschließen bzw. abzuschließen. Dann habe ich hier noch den Fahrstufenschalter. Na, wir gehen mal ganz kurz runter. D, P, R und N gibt es dann auch nochmal. Wir haben natürlich auch nochmal einen Modus für
die Waschanlage quasi, aber das kann man auch alles über das Infotainment-System einstellen, das zeige ich euch aber gleich nochmal in Ruhe. Hier hinter haben wir ein Skiladepad und zwei Getränkehalter und ihr seht, so eine klassische Flasche passt da auch rein. Aber jetzt wollten wir ja mit Nomi sprechen und mal gucken, was Nomi so alles kann. Hi Nomi! Ja bitte? Wie findest du eigentlich Mercedes-Benz? Wir sind Kollegen in der Automobilbranche und haben beide das Ziel, unseren Nutzern das beste Erlebnis zu bieten. Okay. Und hi Nomi. Ja, bitte. Aktiviere den Sportmodus. Na klar. Und das ist, ihr seht es gerade, ne? Nomi freut sich dann auch, oder beziehungsweise es wurde dann von den Programmierern da so einprogrammiert und wir sind jetzt ein bisschen sportlich unterwegs. Aber hi Nomi. Ja, bitte. Aktiviere bitte den Eco-Modus. Kein Problem. Für die einen mag Nomi eine nette Spielerei sein. Jetzt sehen wir da so schöne Blumen, die wir hier, gewachsen und gedeihen lassen. Für eine mag Nomi eine nette Spielerei sein. Ich finde es persönlich, es ist eine nette Geschichte, um ein wenig Persönlichkeit in dieses Fahrzeug zu bringen. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn Leute sagen, Mensch, Nomi, das ist mir irgendwie zu komisch, das möchte ich nicht. Man kann es auch einfach abschalten oder halt am Anfang gar nicht bestellen. Wobei ich glaube, wenn ich mir einen gebrauchten NIO ET5 Touring kaufen wollen würde, dann würde ich Nomi auch gerne haben wollen. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick auf das Lenkrad. Auf der linken Seite seht ihr in der Mitte die Taste zum Autopiloten. Das kommen wir gleich im Fahreindruck zu. Und auf der rechten Seite steuert ihr quasi das Infotainment-System. Ja, und hier hinterm Lenkrad, da seht ihr momentan 0 km/h. Ich stehe natürlich 90%, 410 Kilometer geschätzte Reichweite. 18,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, jetzt der letzte Verbrauch. Der Verbrauch ist immer etwas höher bei den Testfahrten, die wir machen, wenn wir die Filmaufnahmen machen. Und hier seht ihr schon Blinken. Das Blinken kommt jetzt hier aufgrund der Kamera. Das ist eine Infrarotkamera, die jetzt hier hinter auch verbaut ist. Und die achtet darauf, dass ihr auch immer schön aufmerksam seid. Das Blinken seht ihr normalerweise nicht. Das kann ich jetzt hier nur mit meiner Kamera euch aufzeigen bzw. Sichtbar machen. Ne? Und dahinter seht ihr ein Display. Was ich hier tatsächlich vermisst habe, war ein Head-Up-Display. Das habe ich leider nicht. Musste ich also ab und zu den Blick etwas absenken. Aber das geht vollkommen klar. So, machen wir noch ganz, ganz schnell einen Infotainment-Check. Die meisten von euch werden das NIO-System vielleicht schon kennen, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, machen wir einmal, wir schalten uns einmal komplett durch und alle anderen können natürlich weiterklicken oder auf die nächste Sprungmarke, damit wir hier nicht eure Zeit stehlen. Aber ich finde es ganz interessant, das System. Das System kommt ja quasi komplett ohne Tasten aus. Und da bin ich normalerweise kein großer Freund von, aber einige sagen, die Bedienung wäre hier so kompliziert und das sehe ich persönlich gar nicht. Deswegen möchte ich euch einfach mal zeigen und euch selber urteilen lassen, wie kompliziert das ist. Das hier ist der Hauptbildschirm. Man kommt immer wieder zurück über dieses Haus, ne, auf diesen Home-Button quasi, auf dieses Hauptbildschirm und da sehen wir dann die Karte. Und ich habe hier mit nur einer Möglichkeit, nämlich ich drücke hier einfach die Taste und sehe, hier sind die nächsten Power-Swap-Stations. Dann kann ich mir hier zusätzlich noch die Langsamlader anzeigen lassen, die 22 kW Ladesäulen. Wenn ich das auswähle, dann kann ich mir hier zum Beispiel die etwas schnelleren, also 75 bis 100 kW Ladesäulen anzeigen lassen und hier die sogenannten High-Performance-Charger. Wenn ich das alles aktiviert habe, zeigt er mir alles, was irgendwie auch nur ansatzweise hier in der Nähe ist, an Lademöglichkeiten an. Und wenn ich mir das was ausgesucht habe, hier zum Beispiel die ENBW-Ladesäule an der Hansestraße, dann sehe ich genau, Mensch, wie viele Ladesäulen sind denn frei, wie ist mein State of Charge, wenn ich da bin und so weiter und kann dann hier auch ganz einfach dahin fahren. Also die wichtigste Frage ist, Mensch, wie sieht es denn aus, kann ich hier schnell meine Ladesäule finden? Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das hier jetzt alles deaktiviere, zeigt er mir hier die Power Swap Stations an. Wie gesagt, die haben natürlich Öffnungszeiten. Dann fahre ich da einfach vor und drücke hier auf Wechsel und dann wird ich erst dahin navigiert, ganz normal. Ne? Und dann kann ich dann da vor Ort den Wechselvorgang starten und nach 5 Minuten, naja, wenn wir mal ehrlich sind, 7 Minuten, bin ich dann auch schon wieder auf der Reise. Also wie gesagt, das ist der Hauptbildschirm. Ich kann hier nochmal umstellen zwischen der Nordansicht bzw. der 2D-Ansicht und der 3D-Ansicht und kann hier noch mir anzeigen lassen, möchte ich mir noch Verkehrshinweise machen, Ereignisse, Favoriten oder hier auch die Power Swap Stations. Wo sind sie überall? Möchte ich mir alle anzeigen lassen immer. Und dann kann ich das natürlich hier so machen. Gut. Das ist wahrscheinlich das, was man am Anfang am meisten benötigt. Das ist das Einstellungsmenü. Ja, hier mein Nomi. Möchte, soll Nomi immer zuhören? Ja oder nein? Online-Sprachverarbeitung? Ja oder nein? Ihr könnt auch Feedback an die Entwickler des Fahrzeugs tatsächlich zurückgeben.
Möchtet ihr, dass euch Nomi immer begrüßt und dass Nomi Ansagen macht, das könnt ihr alles einschalten oder hier auch komplett ausschalten. Ihr könnt die Lautstärke von Nomi einstellen oder ausschalten. Ihr könnt aber auch Nomi selber sagen, macht das. Also alles, was geht, könnt ihr machen. Zum Beispiel, hi Nomi. Ja, bitte. Mach dich bitte etwas leiser. Okay. Und hier könnt ihr zum Beispiel die zweite... Hi, ich bin Nomi. Die zweite Stimme auswählen, die ist ein bisschen kindlicher, finde ich. Hi, ich bin Nomi. Hi, ich bin Nomi. Hi, ich bin Nomi. Die zweite klingt so ein bisschen eher wie Chinesisch, ne? Dann könnt ihr hier noch die Helligkeit des Displays da oben einstellen. Ihr könnt sagen, entweder Auto oder halt selber einstellen, wie ihr es haben wollt. Und hier habt ihr noch mal ein paar Beispielsbefehle. Kommen wir mal zum Fahrzeug selber. Ihr habt es ja gesehen, ihr habt am Sitz, klar, kann ich ganz klassisch das hier einstellen. Dann kann ich mir verschiedene Modi hier einstellen und einspeichern. Fahren alternativ, vielleicht für den anderen Fahrer und so weiter. Ich kann mir einen extra Sitz einstellen, wenn ich lade und dann vielleicht lese und hier mein Brettchen habe, im Laptop arbeite und so weiter. Das kann ich mir alles einstellen, und zwar für Fahrer und Beifahrer. Aber wie stellt man denn jetzt die Außenspiegel hier ein? Ich habe doch gar keine Tasten hier. Das macht man tatsächlich hier über das Display. Und relativ intuitiv, ich drücke einfach auf Einstellen, Starten, linke Hand, verstelle ich den linken Spiegel, rechte Hand, verstelle ich den rechten Spiegel, und wenn ich das jetzt 5 Sekunden lang gar nichts mache, dann wird das einfach gespeichert. Zack. Und das gleiche funktioniert auch mit dem Lenkrad. Ich habe auf der rechten Seite, wenn ich hier auf Einstellen starte, habe ich die Taste für hoch, runter, näher, geht nicht mehr und zurück. Das heißt, hier, ich kann es hier im dreidimensionalen Raum, kann ich es hier verstellen, und auch da, wenn ich 5 Sekunden lang nichts mache, bleibt es so eingestellt. Das heißt, ihr müsst einmal natürlich im Stand das Ganze starten und dann stellt ihr euch das vernünftig ein und dann könnt ihr das einstellen hier unten. Und es wird immer wieder an eure Position zurückgefahren, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, hier, ich möchte jetzt gerne entspannen. Gehen wir in einen ganz anderen Modi. Ah, richtig entspannt, oder? So ist schön. Als wenn ich natürlich fahre, dann komme ich auch wieder zurück. Dauert natürlich immer so ein bisschen, ist ja klar, ist ja elektrisch, ne? Aber dann habe ich halt mein Fahrmodi zurück. Ist jetzt nicht meiner, muss ich ja einstellen jetzt. Den habe ich gerade nicht gespeichert. Manno. Lehne kann man einstellen. Sitzfläche kann man einstellen. Man kann hier sagen, möchte ich es vorne ein bisschen länger haben oder ein bisschen kürzer haben, was hinten natürlich leider nicht geht. Und dann kommt man relativ schnell zu einer guten Sitzposition, die man dann hier, wie gesagt, immer speichern kann. Lenkrad an sich liegt sehr gut in der Hand, brauche ich gar nichts zu sagen, und ich kann hier über die rechte Seite auch alles bedienen, was ich bedienen muss während der Fahrt. Was ich nicht während der Fahrt bedienen sollte, natürlich, sind Sachen wie die Hecklappenautomatik oder die Kindersicherung. Aber das kann man alles einstellen, und zwar individuell. Ich kann für die Hecktür links, Heckfenster rechts und so weiter die Kindersicherung aktivieren. Ich kann sagen, Hecklappenautomatik ja oder nein. Die Öffnungshöhe der Heckklappe kann ich einstellen. Ich kann sagen, beim Fahrzeug entriegeln soll alles aktiviert werden oder geöffnet werden oder nicht. Und ich habe hier auch Auto-Lock beim Weggehen. Und das ist das, was ich leider Gottes nicht aktiviert hatte. Und dementsprechend war mein Fahrzeug leider nicht verriegelt, als ich weggegangen bin. Und das war mein großer Fehler. Und hier kann man dann halt sagen, wenn ich das machen muss, muss ich den Schlüssel immer mitnehmen und von anderen Geräten fernhalten und so weiter. Und ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil ich nur den einen Schlüssel habe und nicht das Fahrzeug mit meinem Handy vernetzt habe. Kleiner Fun Fact, ist auch ein Fehler, der mir passiert ist, könnt ihr daraus lernen. Ich habe hier oben einfach mal gesagt, geh doch mal in den Gastmodus. Ich wusste nicht, dass dann diese schöne Mittelkonsole, die ich hier habe, abgeschlossen wird. Da war mein Schlüssel drin und da musste ich erstmal mal mit NIO telefonieren, damit sie mir den Code wiedergeben, denn ich hatte das Fahrzeug noch nicht auf meinem Handy. Das sollte man dann also machen, aber wenn es das eigene Fahrzeug ist, passiert das natürlich so schnell nicht. Beleuchtung kann man einstellen, ambiente Beleuchtung, aber das können wir auch Nomi machen lassen. Hey Nomi. Hallo. Ändere die Farbe der ambiente Beleuchtung auf blau. Alles klar. Ja, und dann ändert das Fahrzeug das jetzt selber auf blau. Ich kann aber auch die Innenbeleuchtung hier sagen. Möchte ich minimale Beleuchtung, möchte ich ein Suchlicht haben, möchte ich ein sanftes Glimmen haben, soll das Leselicht automatisch eingeschaltet werden oder beziehungsweise wieder abgeschaltet werden beim Entriegeln des Fahrzeugs. Und noch besser, ich kann das ambiente Licht auch, wenn ich zum Beispiel bei Dunkelheit es nicht haben kann, dass es hier im Innenraum so hell ist, kann ich es auch einfach abschalten. Und das kann auch Nomi machen für uns. Hi Nomi. Hey. Schalte die ambiente Beleuchtung bitte aus. Kein Problem.
Und ihr merkt schon, man spricht mit Nomi irgendwann immer menschlicher und es funktioniert auch ganz gut. Außenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer vorne schalte ich hier ein, da habe ich leider Gottes hier keinen Lichtschalter. Nebelschlussleuchten, Parkleuchte links, das kann ich alles individuell machen. Scheinwerfer habe ich immer auf automatischen Modus gehabt. Einstellung, Blendlicht kann man hier auch einstellen. Fernlicht, Einschaltautomatik, da muss ich wirklich sagen, Matrix-LED-Scheinwerfer hätten mir da besser gefallen. Aber Fernlicht, Einschaltautomatik, es hat funktioniert, aber beim Licht gibt es noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Batterie, ich hatte schon gesagt, den Ladeanschluss kann ich hier oben öffnen, aber auch schließen. Jetzt geht die Klappe gerade auf. Und hier kann ich auch sagen, hier möchte ich Smart laden. Was bedeutet denn Smart laden? Dass preisoptimiertes Laden quasi eingestellt werden. Man könnte da Tag- und Nachtstromtarife nutzen und so weiter und so fort. Und das kann ich bis zu 10 Orten kann ich da jeweils einstellen. Ich kann sagen, die Batterie soll während der Fahrt aufgewärmt werden und ich kann auch die manuelle Batterieheizung aktivieren. Ist natürlich für den Winter vom Vorteil. Die angezeigte verbleibende Reichweite kann entweder geschätzt werden aufgrund des, was ihr so gefahren seid in der letzten Zeit. Ja, das könnt ihr anzeigen lassen oder ihr könnt euch die WLTP-Werte anzeigen lassen. Jetzt gerade bei mir die WLTP-Werte ein bisschen besser als das, was ich hier gerade die letzten 100 Kilometer gefahren bin. Ansonsten war bei mir die geschätzte Reichweite weiter und passender zu dem, was ich gefahren bin. Deswegen habe ich es hier auch geschätzt gesagt. Ihr könnt euch selber eine Ladeerinnerung einstellen, könnt ihr variieren zwischen 20 Kilometer, also wollt ihr euch wirklich erst warnen lassen, 20 Kilometer vor einer Ladesäule oder 150 Kilometer in dem Spektrum hier könnt ihr das selber einstellen. Das finde ich auch gut. Ja, dann nervt euch das Auto nicht, wenn ihr doch genau wisst, pass auf, ich kenne mein Auto, ich weiß doch, wann ich ankomme. Jeder Dieselfahrer kennt das auch, die fahren auch meistens nochmal unter 0 Kilometer Reichweite, weil sie wissen, sie kommen zur Tankstelle und dementsprechend könnt ihr das hier selber einstellen. Fahren und Parken, Haustiermodus. Lasst ihr mal ein Haustier im Auto, was ich natürlich nicht empfehlen kann, kann man aber einen Haustiermodus aktivieren. Das heißt, die Klimaanlage bleibt an, wohltemperierter Innenraum sollte man natürlich trotzdem nicht machen. Also Tiere im Auto lassen sollte man nicht, weil auch hier können natürlich irgendwann mal technische Defekte dafür sorgen, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Und dementsprechend lasst bitte keine Tiere im Auto. Und das gilt natürlich auch für Kinder, ne? Sag ich ganz ehrlich. Es gibt aber auch einen Campingmodus. Und ihr könnt hier quasi, das Auto bleibt automatisch an, beziehungsweise bis die Reichweite auf 10 Kilometer runter geht. Ihr habt Auto Unlock aus und so weiter und so fort. Und ihr könnt dann halt hier quasi im Auto campen. Wobei bei der zweiten Sitzreihe hinten, weiß ich nicht, ob das so wirklich bequem ist. So, Waschmodus gibt es auch. Ne? Automatische Waschanlage muss man hier den Waschmodus aktivieren. Modus verlassen ohne Ausschalten-Modus, ne, bleibt das Innenraumklima angenehm gehalten, wenn man mal vorübergehend nicht im Auto ist. Aber auch hier sagen sie, bitte lassen Sie niemals ein Kind oder ein Haustier unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Möchte ich eine Kameraansicht haben im toten Winkel? Ihr habt es gerade schon gesehen bei den Fahraufnahmen, haben wir hier immer so schön den toten Winkel angezeigt bekommen. Da muss ich den Blick schon relativ weit absenken. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen mehr hilft oder ablenkt, aber die Assistenzsysteme passen ja auf mich auf. Hier habt ihr auch nochmal die Fahrmodi, die ich, wie gesagt, hier auch über diese Taste durchschalten kann natürlich. Zu denen komme ich gleich nochmal in Ruhe. Zack. Und dann kann, aber hier über die Home-Taste komme ich immer wieder zurück. Das dauert allerdings jetzt einen kleinen Moment. Oder auch einen längeren Moment. Ah, ich kann auch einfach daneben drücken. Also normalerweise dauert es ein bisschen und dann kommt ihr. Während der Fahrt geht es ein bisschen schneller. Komfort, Eco, Sport, Sport Plus, individuell. Ihr könnt, und das hatte ich ja schon gesagt, im Sport Plus und individuellen Modus sogar bestimmen, wie schnell ihr beschleunigen wollt. Ansonsten habt das natürlich immer so ein bisschen Auswirkungen auf das Fahrgefühl. Schneemodus, Nassmodus, Sandmodus. Es gibt also verschiedene Fahrprogramme extra nochmal für verschiedene Fahrsituationen. Ich sage mal ganz ehrlich, Schnee konnte ich nicht überprüfen, Nass leider auch nicht und auf Sand wollte ich gar nicht. Sondermodi neutral gibt es auch nochmal. Anhängerkupplungsmodus gibt es und also wenn man die Anhängerkupplung ausklappen möchte, kann ich das hier über das Display machen und ich habe einen Anhängermodus, geht natürlich auch. Geschwindigkeitsbegrenzungsmodus habe ich. Möchte ich nie schneller fahren als 100 km/h, kann ich das hier einfach einstellen. Intelligenter, sanfter Halt kann ich hier auch einstellen und ein Entfeuchten und Entrosten der Bremsscheiben kann ich hier machen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, liefert das regenerative System keine zusätzliche Bremskraft mehr. Fahre vorsichtig. Wofür macht man das?
Ich finde diese Funktion richtig clever und ich finde diese Funktion richtig gut, denn bei Elektrofahrzeugen ist es mittlerweile so, dass die Bremsscheiben gar nicht mehr so häufig benutzt werden. Problem ist, wer rastet, der rostet. Und wenn man eine längere Zeit fährt, ohne die Bremsen zu benutzen, kann es sein, dass die Bremsbacken festbacken und man zu so einseitigen Bremsen kommt beim TÜV dann später, dass es ein einseitiges Bremsverhalten hat. Das ist nicht nur schlecht für den wirklichen Notbremsvorgang, sondern tatsächlich auch für die TÜV-Hauptuntersuchung. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ihr ein einseitiges Bremsverhalten habt und dass dann die Bremsen getauscht werden muss. Und wie macht man das? Natürlich immer achsweise, das heißt, das kann dann relativ schnell ins Geld gehen. Deswegen empfehle ich immer, kontrolliert ab und zu auch mal die ganz klassische Reibbremse frei zu bremsen. Ihr könnt die Regenerative, also die Rekuperation einstellen in sehr niedrig, in niedrig oder in Standard. Ich habe es auf niedrig gelassen, fand ich okay. Fahrerassistenz, ihr merkt schon, es wird doch ein bisschen länger. Adaptiver Tempomat oder Fahrspurzentrierung könnt ihr selber einstellen. Über die Taste hier aktiviert ihr den Autopilot und dann könnt ihr auch nachher über das ganz einfache Infotainment-System den aktiven Fahrspurwechsel aktivieren, der mir persönlich immer ein Ticken zu langsam war. Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung, ja. Soll das Fahrzeug an der Kurve zum Beispiel dann etwas langsamer werden und nachher wieder beschleunigen, könnt ihr einstellen. Intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Was ich schön finde, Methode zur Anpassung der Fahrtgeschwindigkeit. Ja, kurz drücken für 1 km/h mehr und lang drücken für 5 km/h oder kurz drücken für 5 km/h mehr oder weniger und lang drücken für 1 km/h. Ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ihr ein Schild habt mit 100, fahren die meisten Strich 100. Ja, die meisten fahren vielleicht 105 und dann fahrt ihr nach GPS. Richtige 100. Und das finde ich vollkommen okay. Dann könnt ihr hier entweder 5-mal leicht drücken oder einmal schwer. Spurhalteassistent mit Warnfunktion. Möchtet ihr gewarnt werden, möchtet die Spur auch direkt korrigiert haben. Das gilt nur für den Assistenten, nicht für den Fahrpiloten. Beim Fahrpiloten wird automatisch korrigiert. Und da könnt ihr auch die Empfindlichkeiten einstellen, niedrig, mittel oder hoch. Und das Ganze gilt dann auch nochmal hier für die Totwinkelerkennung. Möchtet ihr, dass es das Fahrzeug vibriert oder dass es eine audiovisuelle Warnung gibt? Und das Kollisionswarnsystem könnt ihr auch sagen, frühzeitig, mittel oder spät. Ich habe es ausprobiert, bei frühzeitig war es mir zu häufig, dass er aktiviert hat. Bei mittel geht's, bei spät habe ich keine Meldung mehr bekommen. Automatische Notbremsung könnt ihr natürlich aktivieren oder deaktivieren. Da ist mein Credo immer Safety First. Dementsprechend mag ich das, wenn ich hier so viele Assistenzsysteme wie nur nötig anhabe. Weil ich sag mal so, auch mir passieren Fehler beim Autofahren, euch sicherlich auch. Da finde ich es großartig, wenn das Auto uns dann irgendwie helfen kann. Müdigkeitswarnung könnt ihr, wie gesagt, alles aktivieren oder deaktivieren, müsst es aber jedes Mal beim Fahren wieder neu machen. Das Display könnt ihr einstellen in hell oder in Auto oder in dunkel. Ich schalte jetzt einmal ganz kurz um auf hell. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Schalte ich wieder um auf dunkel, damit ihr was sehen könnt. Ansonsten habe ich es immer auf Automodus gehabt, das war auch okay. Auch hier das Dashboard, hier kann ich umschalten in hell oder in dunkel und die Helligkeit einstellen. Kommen wir zum Thema Klang, Rufton, Warnhinweise und so weiter. Man kann alles hier einstellen. Möchtet ihr hier Surround Sound haben? Möchtet ihr den Sound nur hinten haben, wenn ihr zum Beispiel die Kinderhörspiele hört oder was auch immer? Und hier, wie sieht es aus mit dem Equalizer? Könnt ihr auch den Ton nochmal einstellen? Über Tidal, wie gesagt, Dolby Atmos Sound gehört, Klang vollkommen okay. Ja, also jetzt nichts, wo ich sagen muss, wirklich outstanding nicht, aber es klang vollkommen okay. Mir hat es an nichts gemangelt. Smart Wächter möchte ich den aktivieren. Intelligente Innenraumerkennung aktivieren. Kinderheitsanwesenheitserkennung aktivieren. Beifahrer-Airbag aktivieren. Dann kann ich nicht über Schlüsselschalter machen, sondern hier über die Taste. Und möchte ich die Armlehnenbox als Ablagenfachmodus, und da werde ich jetzt auf keinen Fall drauf drücken, oder möchte ich das als Safebox haben? Aber auch da der Hinweis: Ein Auto ist kein Safe. So ein Auto kann immer aufgebrochen werden. Gerade auch im Ausland. Häufiger passiert das leider Gottes. Aber auch bei uns in Deutschland. Deswegen lasst bitte keine Wertsache im Auto. Ich hatte hier, wie gesagt, meinen Schlüssel drin. Safebox funktioniert. Ich hatte mich schon mit Brecheisen im Auto gesehen. Aber Gott sei Dank konnte man das dann softwaretechnisch lösen. Ja, hier auf Allgemein kann ich mir nochmal das System anzeigen lassen. Ihr seht es hier, gibt es auch schon bereits auf dem neuesten Stand ein Software-Update gab es da letztens, Aktualisierung von einem Element ist ausstehend bei der App-Verwaltung. Das ist Videosystem, dürfte das sein. Das kann aber dann NIO machen, wenn sie den Wagen gleich abgeholt haben. Und hier seht ihr nochmal ein bisschen was zu der NIO-Hotline. Und Bluetooth, ihr seht es, ich bin verbunden mit meinem Handy. Apple CarPlay ist ja leider nicht möglich, deswegen über Bluetooth verbunden. Wi-Fi kann ich noch haben, kabelloses Laden. Hier kann man aktivieren oder deaktivieren. Für diejenigen, die ihr Smartphone vielleicht nicht kabellos laden wollen, gibt es hier auch nochmal einen USB-C und einen USB-A-Anschluss drin. Und mit der Kabeldurchreichung kann man es dann einfach anstecken.
Hier kann ich Umluft oder automatisch machen. Ne? Möchte ich Luft von außen haben oder soll das Luft hier die Luft umgewälzt werden? Ich habe jetzt zwei verschiedene Klimaeinstellungen, zwei Klimazonen hier vorne. Kann hier die beheizbare Heckscheibe aktivieren und habe hier nochmal die Taste, über die Einstellungsmodi zu kommen. Ne? Ihr seht es, Einstellungen, Medien, Telefonie, Parken. Ja? Das heißt, ich kann mir hier nicht nur die 360-Grad-Kamera anzeigen lassen, ja, sondern ich kann auch sagen, bitte parke autonom ein. Das kann ich hier auf diesen Parkassistenten machen und dann sucht er mir quasi eine Parkfläche und dann fährt der Wagen da auch selber rein oder aber auch wieder raus. Ich kann mir Fotos anzeigen lassen, ich kann mir auch anzeigen lassen, wie das Wetter wird. Nomi erzählt mir aber auch immer, wie das Wetter wird, wenn ich eingestiegen bin und sagt mir, Mensch, heute ist das und das. Heute wird ein schöner Tag und ist immer sehr wohlgesonnen. Ich kann natürlich die Kalenderfunktion nutzen oder aber auch hier den Browser. Und wenn ich irgendwelche Fragen habe, nutze ich das Benutzerhandbuch. Lautstärke, leider Gottes, nur über diese Tasten hier oder aber hier auch am Lenkrad. Ich habe das am Lenkrad genutzt. Der Beifahrer musste da touchen bzw. swipen. Und da muss ich wirklich sagen, ich hätte mir hier noch ein Drehrad gewünscht. Das hätte dem Fahrzeug... Hersteller kein Zacken aus der Krone gebrochen und hätte meiner Meinung nach wirklich den Innenraum noch mehr aufgeräumt. Ich muss wirklich gestehen, diese komplette Innenraumgestaltung hier, die finde ich großartig. Kaum Klavierlack, ein bisschen glänzt es hier, Nomi glänzt ein bisschen glänzt es hier und ich habe hier, wo die Kamera drin ist, auch noch mal ein bisschen was Glänzendes. Ansonsten ein sehr schöner, sehr aufgeräumter Innenraum, ein sehr schönes Raumgefühl, muss ich wirklich sagen. Da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Wollen wir uns doch einmal anschauen, wie gut das mit der Navigation funktioniert. Man könnte das Ganze auch über Nomi machen, allerdings würde mir die dann gleich zu sehr reinreden. Ich habe mir mal das Olympiastadion hier ausgesucht als Beispiel, weil ich jetzt noch momentan eine Reichweite habe von 400 Kilometern und ich möchte ja wissen, ob ein Ladestopp mir angeboten wird. Na? Routenführung. So. Ja. Und ich bin transparent mit euch, ich habe es schon vorher einmal ausprobiert. Er bietet mir jetzt hier Werneck an, Ionity-Ladesäule, und da soll ich 37 Minuten laden. Das wird hier auch angezeigt. Fahrzeit 5 Stunden 41, aufladen 37 Minuten. Und das, finde ich, ist auch realistisch, was ihr berechnet. Also insgesamt 6 Stunden und 18 Minuten von Bielefeld nach München. Warum habe ich es schon vorher einmal ausprobiert? Man muss ganz knallhart sagen, ihr müsst hier vorher sagen, Ressourcentypen auswählen. Ne? Möchtet ihr, habt ihr nämlich nur Power Swap Stations. Gibt es leider auf der Strecke nicht. Ja? Das hatte ich vorher aktiviert. Und da sagt er mir, ich habe nicht genügend Lademöglichkeiten gefunden auf dem Weg dahin. Also da muss ich unbedingt die Filtereinstellung anpassen. Das könnt ihr hier machen. Und da empfehle ich euch natürlich auf Langstrecke, die Schnelllademöglichkeiten und die Power Swap Stations anzuzeigen. Und dann sagt er jetzt hier quasi, bitte fahr nach Werneck, ja, und nimm die Ionity und lade dort. Da sagt er mir auch da ganz genau, 20 bis 79% soll ich da laden und dann komme ich mit 13% State of Charge und einer restlichen Reichweite von ungefähr 62 Kilometern komme ich beim Olympiastadion an. Ich erlaube mir heute in diesem Video ein bisschen mehr persönliche Meinung einzubringen, denn ich bin den Wagen jetzt 2 Wochen gefahren und es gibt natürlich so ein paar Punkte, die haben mich begeistert. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die haben mich wirklich die ganze Zeit gestört. Was mich am meisten tatsächlich gestört hat, das hat nichts mit dem Fahrverhalten zu tun, auch nicht mit der Ladeleistung, auch nicht mit dem Kofferraum, sondern mit der Kleinigkeit. Für mich aber keine Kleinigkeit und ich glaube für viele, die das Auto kaufen wollen, eventuell auch nicht. NIO arbeitet leider immer noch nicht mit Apple CarPlay oder Android Auto zusammen. Das heißt, es gibt keine nahtlose Smartphone-Integration. Klar, ich kann mein Handy mit Bluetooth verbinden und kann dann auch meine Musik hören, muss aber das Ganze dann über mein Telefon steuern. Und ich finde es wirklich schade. Na, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde es wirklich traurig, denn Apple CarPlay ist für mich ein Kaufgrund. Und ja, ich weiß, es gibt mittlerweile Nachrüstlösungen für Apple CarPlay. Ich könnte mir noch einen zweiten Monitor hier einbauen, aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte es ja integriert haben ins Fahrzeug und da geht Tesla genau den gleichen Weg wie NIO oder NIO den gleichen Weg wie Tesla. Bei der ganzen Digitalisierung da drin lassen sie Apple-User oder Android-User leider draußen und es gibt keine nahtlose Integration von Apple CarPlay over the air oder auch wireless, per Wire, also per Kabel.
Leider nicht. Und das ist für mich eines der größten Kritikpunkte tatsächlich bei diesem Fahrzeug. Und das ist schon ein bisschen abstrus, oder? Kommen wir aber jetzt endlich zum Fahreindruck. Bei den Fahrmodi bietet der ET5 Touring eine breite Auswahl, die sich an unterschiedlichen Bedürfnissen und Fahrstile anpasst. Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, das Fahrzeug auf sparsame Weise zu bewegen, ohne auf die Leistung verzichten zu müssen. Der kombinierte Stromverbrauch wird mit 19,3 bis 21,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer je nach Batterievariante angegeben. Doch durch eine vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise konnte ich diese Werte problemlos unterbieten. Kleiner Funfact: Im individuellen sowie in den beiden Sportmodi kann man selber entscheiden, wie schnell man von 0 auf 100 km/h beschleunigen möchte. Sind 12,9 Sekunden schnell genug? Möchte man es knapp unter 10 Sekunden schaffen? Wie wäre es mit 7,9 Sekunden? Oder noch besser, 5,9 Sekunden? Oder soll nach nur 4,0 Sekunden die 100 km/h-Mauer fallen? Man hat es quasi in der Hand bzw. im Finger. Die Kraftübertragung erfolgt über den elektrischen Allradantrieb mit der kleinen Portion Extra Power an der Hinterachse. Vorne stehen maximal 150 Kilowatt zur Verfügung, an der Hinterachse sind es 210 Kilowatt. Selbst bei zügigen Autobahnfahrten zwischen 100 und 120 km/h gelang es mir, den Energieverbrauch so zu optimieren, dass Reichweiten von 400 Kilometern möglich waren. Eine beeindruckende Leistung für ein Kombi dieser Größe und Gewichtsklasse. Auf der Landstraße und in der Stadt reduzierte sich der Verbrauch weiter, was mir Reichweiten von deutlich über 500 Kilometern mit nur einer Akkuladung ermöglichte. Das Fahrwerk bietet einen soliden Komfort, auch wenn es innerorts durch die straffen 20 Zoll Räder etwas hart wirkt. Auf der Autobahn und Landstraße zeigt sich der NIO jedoch angenehm schluckfreudig. Die Lenkung könnte etwas präziser sein, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Das dürften die meisten Autofahrer aber gar nicht realisieren. Wir wechseln die Autos ja häufiger als unsere Unterhosen, da fallen dann solche Nuancen etwas eher auf, sprich wir jammern gerade auf ganz hohem Niveau. Die Fahrerassistenzsysteme des NIO ET5 Touring haben mich besonders beeindruckt. Das Fahrzeug ist mit einer Vielzahl fortschrittlicher Technologien ausgestattet, darunter das NIO Aquila Super Sensing System mit 33 leistungsstarken Sensoren, darunter LIDAR, Kameras und Radar. Diese ermöglichen eine präzise und zuverlässige Erfassung der Umgebung und machen das autonome Fahren zu einem echten Erlebnis. Der Autopilot des ET5 Touring, der auch selbstständig Spurwechsel vornehmen kann, arbeitet nahezu fehlerfrei und sorgt für eine entspannte Fahrt, insbesondere auf langen Autobahnstrecken. Allerdings könnte der Spurwechsel für meinen Geschmack etwas zügiger erfolgen. Hier wäre ein schnelleres Reagieren wünschenswert. Dennoch überzeugt das System in allen Aspekten, vor allem beim präzisen Halten der Spur und der automatischen Anpassung an den Verkehrsfluss. Ein großes Lob verdient hierbei das LIDAR, das maßgeblich zu der herausragenden Leistung der Assistenzsysteme beiträgt und für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort sorgt. Hin und wieder wurden die Verkehrsschilder falsch erkannt. Glücklicherweise wurden diese dann nicht direkt übernommen, sondern ich hätte diese bestätigen müssen. Während einige Kollegen die Bedienung als zu kompliziert betrachten, sehe ich diese als gut durchdacht und intuitiv an. Ich hätte mir nur noch ein Drehrad für die Lautstärke gewünscht, denn der Klang ist richtig gut im Fahrzeug. Ihr merkt das schon, heute so ein bisschen Zucker, Brot und Peitsche. Also, Soundsystem finde ich wirklich gut, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Klar, audiophil veranlagte könnten jetzt sagen, da könnte noch ein bisschen mehr Bass vielleicht sein und noch ein bisschen feinere Höhen, aber hey, ich bin alt, ich höre das gar nicht mehr raus. Was ich aber gemerkt habe, das LIDAR-System, wirklich super, auch beim Einparken und also wirklich toll. Problem, ab und zu reagiert er vielleicht doch ein bisschen zu vorschnell bei Fahrzeugen, die aus den Einfahrten rauskommen. Ich hatte es zweimal, dass das Fahrzeug eine Notbremsung hingelegt hat. Das andere Auto kam relativ zügig an die Straße, aber ich habe gesehen, er bremst, er nickt vorne ein und das müsste eigentlich auch das Fahrzeug berechnen können. Aber nichtsdestotrotz hat er trotzdem eine Bremsung hingelegt bzw. die Notbremsung eingeleitet, die ich einmal glücklicherweise übersteuern konnte und beim anderen Mal habe ich dann halt wirklich dann den hier gemacht und stand dann da erstmal. Also da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen an der Sensorik drehen. Nomi war früher viel, viel redseliger. Ich bin vor anderthalb Jahren schon mal in einem NIO gefahren. Da hat das Ding die ganze Zeit gequatscht. Das haben sie mittlerweile über ein Software-Update im Griff bekommen. Und ich glaube auch, dass man das hier nochmal ein bisschen feinfühliger justieren kann. Dazu muss man sagen, NIO ist natürlich ein chinesischer Hersteller und das Fahrzeug ist für den Weltmarkt konzipiert. Und nirgendwo sind die Anforderungen an die Sensorik so kompliziert wie hier in Deutschland. Insgesamt präsentiert sich der NIO ET5 Touring als beeindruckender Allrounder, der sportliche Leistung, großzügigen Raum und herausragende Effizienz vereint. Preislich startet das Fahrzeug bei 47.500 Euro, dann allerdings ohne Batterie, was angesichts der gebotenen Leistung und Ausstattung durchaus konkurrenzfähig ist. Der optionale Batteriekauf bei der Long-Range-Variante, die ich hier tatsächlich empfehlen würde, schlägt mit zusätzlichen 21.000 Euro zu Buche. Alternativ bietet NIO auch ein Battery-as-a-Service-Modell an, das die Einstiegskosten senkt und sich in die monatliche Abo-Falle bringt. Wer dieses tut, der kann den Akku dann auch tauschen. Kauft ihr den Akku, dann könnt ihr das Fahrzeug nur laden.
Ja, und wir reden hier über eine Brutto-Akkukapazität von 100 Kilowattstunden. Netto sind das 90 Kilowattstunden und diese Batterie von der Long-Range-Variante bringt 555 Kilogramm auf die Waage. Doch wir wollen heute gar nicht mehr über das Gewicht reden, sondern wie viel Geld wir für dieses Fahrzeug investieren müssen. Und ihr wisst jetzt bereits den Basispreis und ihr wisst den Preis, wenn ihr die Batterie kaufen wollt. Aber wir fahren hier quasi die Vollausstattung. Was kostet denn unser Auto? Schauen wir uns das einfach mal an. Ich hatte hier fast die komplette Vollausstattung, sprich mit Nomi-Mate für 750 Euro, dem Abdunklungssystem für das Glasdach für 1500 Euro, das beheizbare Lenkrad und die sehr gut verstellbaren Sitze mit Massagefunktion für 2000 Euro und mein in Stratus 4 blau lackierter NIO ET5 Touring hätte somit inklusive der Batterie und den 20 Zoll Felgen für 1500 Euro Aufpreis knapp 75.000 Euro gekostet. Damit spielt er in der oberen Mittelklasse, kratzt vom Können aber in der Luxusklasse. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen. Ich finde dieses Fahrzeug ausgezeichnet schön. Von vorne sportlich dynamisch, von hinten erinnert er mich an einen Sportwagen aus Zuffenhausen. Ich finde, dieses Auto ist so richtig schön gezeichnet, gestaltet und es ist kein SUV, es ist ein Kombi. Ich bin Kombi-Freund. Deutschland war mal Kombiland, make Kombi great again. Die Formgestaltung bietet natürlich das ein oder andere, was man einfach nicht vermeiden kann. Man kritisiert hier sehr häufig die etwas schlechte Rundumsicht. Ja, die C-Säule ist relativ breit, das Fenster hier hinten ist relativ klein, man kann hinten nicht so wirklich gut rausgucken. Aber dafür gibt es mittlerweile die Assistenzsysteme, die wirklich sehr gute 360-Grad-Kamera, Einparkvorgang hiermit entweder autonom oder halt teilautonom oder selber mit den Kameras, ein Kinderspiel. Ich habe mit diesem Fahrzeug nirgendwo Probleme gehabt, irgendwo reinzufahren, irgendwo anzufahren, irgendwo rein anzuhalten und irgendwo zu laden. Es hat immer hervorragend funktioniert. Und ich muss dazu sagen, dieses Fahrzeug kam auch bei anderen Personen. Man trifft sich ja mal also an der einen oder anderen Ladesäule, aber auch im ganz normalen Straßenverkehr richtig gut an. Ich habe mit vielen Leuten gequatscht über das Design, über die technischen Daten und alle haben natürlich gefragt, ja, wie viel schafft er denn rein elektrisch? Und da habe ich gesagt, du, wenn ich ganz normal fahre, 400 Kilometer. Wenn ich es drauf anlege, spielend über 500 Kilometer. Und dann haben die gesagt, ja, das könnte ich mir auch gefallen lassen. Die Idee der Power Swap Station finden die auch gut. Die meisten haben keinen in der Nähe. Aber auf den längeren Strecken gibt es schon so ein paar jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Da kritisiere ich tatsächlich die Öffnungszeiten, denn ich persönlich fahre in der Regel nachts. Aber nun gut, das ist jetzt ein individuelles Schicksal von mir. Und momentan gibt es dann ja auch demnächst dann Kosten für den Wechsel und so weiter und so fort. Momentan ist das bei diesem Fahrzeug, also bei meinem Testfahrzeug, war das sowieso noch alles integriert. Beim Stromverbrauch bin ich komplett überzeugt. Man kann ihn wirklich sparsam fahren, innerstädtisch 15 Kilowattstunden, immer ohne Ladeverlust gerechnet. Ne? Ist also 100 Kilometer, ist wirklich gar kein Problem, kriegt man hin, wenn man es natürlich ein bisschen flotter angeht. Gar keine Frage, dann habt ihr da ganz schnell 20, 22 Kilowattstunden stehen. Und wenn ihr es wirklich übertreibt, dann könnt ihr den Verbrauch, wenn ihr das wollt, wie bei jedem konventionellen Fahrzeug natürlich auch, verdoppeln. Machen wir uns da nichts vor und dann leert ihr den Akku, als gäbe es keinen Morgen. Möchte man das nicht, dann kann man sparsam fahren. Möchte man das, dann ist man schnell wieder bei einer anderen Power Swap Station. Die Frage ist, warum muss ich für so ein tolles Fahrzeug leider Gottes noch so lange sparen, bis ich es mir persönlich leisten kann? Denn ich könnte mir wirklich vorstellen, so ein NIO ET5 Touring gerne zu fahren. Wie seht ihr das? Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. NIO ET5 Touring, hot or not? Schreibt es uns jetzt, lasst ein Like da für das Video und ein Abo für den Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Tschüss, Zuschauer.